Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Wir haben letztes Mal hier draußen den Müllhaufen noch nicht eingesammelt. Den haben wir mittlerweile glücklicherweise. Ich schmeiß die Sachen mal raus. Weil die brauchen wir nicht mehr. Damit wir Platz innen drin haben, um richtig zu renovieren. Dann machen wir erstmal... Wir haben mit dem großen Raum hier angefangen, ne? Vielleicht machen wir erstmal den kleinen Raum fertig. Nehmen wir doch mal das hier. So. Lecken. Also wir sollen erstmal nur... Soweit alles okay. Das gehört, glaube ich, gar nicht mehr dazu, ne? Ja. Irgendwo was da. So, wo haben wir noch was? Flecken haben wir. Nur noch Sachen kaufen. Wir haben jetzt natürlich sehr, sehr viel, ne, was wir machen können. Das ist mega cool gemacht. Einiges, was wir auswählen können. Auch hier. Flauschiger Teppich ist immer cool. Sehr viele Farben auch zur Auswahl. Glossy, Spanplatte. Mega. Cool eigentlich. Hinsetzen haben sie auch neu gemacht, ne? Da kann man auch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal. Wir eschen Holz, ich glaube. Ist deutlich cooler zum Anbringen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ein bisschen hoch. Zumindest für uns gerade. Nee, das wollte ich nicht zu verrieten. Na, wo ballern wir hier hin? Teppich. Können wir auch auswählen. Ja, ich bin ja Fan von Lausch. Lausch ist immer gut. Wir können ein komplettes Muster nehmen, das ist cool. Der Willkommensteppich. Noch. Blumentopf. Hier drauf. Ja, wenn das nicht wunderschön ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Woher haben wir ein bisschen... Zu viel gebaut. Na toll, ein redender Fisch. So. Ach nee, sollen wir verkaufen. Naja, gut. Das nehme ich an. Wenn es überhaupt so ein redender Fisch ist, I don't know, aber sah ein bisschen so aus. Irgendwo Schmutz? Ich glaube nicht. So. Zirnblau und graue Farbe. Ist das dasselbe wie die hier? Mal kurz gucken. Jetzt dieselbe tatsächlich. Gehen wir doch mal auf. Wie das hier ist. Ne? Könnten auch größer, ne? Irgendwie konnten wir das ja vergrößern. Geht das mal ein bisschen schneller. So. Ich denke mal, das soll auch... Nee, ich bin fertig hier drin. Die Tapete soll bleiben. Okay. Gut. Dann haben wir den Raum ja auch. Wo geht's hier hin? Ui, ja gut, da kommen wir gleich hinzu. Und hier auch. Das passt schon. Dann machen wir endlich mal hier weiter. Das Ding kommt raus hier. Tschüss. Ja, wir sollen hier ja auch weiter streichen, ne? Da war ja was. So, dann machen wir das mal hier hin, damit wir nichts dreckig machen. Wir haben keine Farbe mehr drauf. Yeah.
Vielleicht bräuchte ich hier so ein bisschen schnellere Lausempfindlichkeit, muss ich sagen. Aber es passt schon. Jedenfalls schon mal deutlich cooler gemacht, das Streichen, als Ausflipper 1. Aber das haben wir. Brauchen wir noch hier die Zuweisung, denke ich mal. Ich denke, wir sollten nicht streichen. Die Decke jetzt noch dazu. Zuweisung war natürlich dumm. Das Holz wollen wir ja nicht mit streichen. Streichen. Fertig, das ist doch schon mal gut. So, dann. Können wir die Farbe verkaufen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir tun sie einfach mal weg. Wenn ich kaufe eine neue. Terrazzo-Fliesen-Marmor. Okay, also wir brauchen aber erstmal. Holz. Hier auch die Größe? Ja, können. Das war ein bisschen schneller. So, easy, das war schon mal das. Gehen wir hier schön weiter. Und hier den Bereich. Ist schon cool gemacht, ne? Das muss man schon sagen, so, ne? Eine deutliche Verbesserung zum vorherigen Teil. Sieht jetzt auch viel cooler aus, wenn man das macht. Ist die Frage, wo wollen sie die Fliesen? Ich glaube, hier haben wir alles fertig. Gehen wir davon. Ah ja, genau, das wird ja vorgehoben auch. Okay. Komplett erneuern. Verkaufen, dann können wir die erstmal holen und die dürfen wir nicht, okay, die dürfen wir nicht anbringen. Vorbereiten. Nehmen wir das hier auf der Seite auch direkt. Können wir jetzt einfach die diesen kaufen und setzen. Weiß ich nicht, ob das die Fliesen meiner Mal wären, aber der hat ja seinen Geschmack, ne? So. I und sie.
Jetzt haben wir hier natürlich viele Küchenschränke, nehme ich an. Brauche noch eine Heizung. Jetzt mal hier dran. Sitzt höher. Bisschen schade, dass wir die nicht mehr anbringen dürfen. Das war eigentlich immer ganz cool. Sofa, wir lassen das jetzt eines mal ganz einfach. Weil dann müssen wir ein bisschen schneller durch. Sich das da kuhfleckig ist so ein bisschen. Wir dürfen den nicht mehr anschalten, den Rechner, ja. Den Fernseher. Jetzt haben wir hier natürlich nicht mehr so viel. Beistelltisch können wir noch kaufen. Hier neben dran stellen. Stellen wir denn den Tisch hin? Nehmen wir einfach mal mitten in den Raum. Mir ist auch egal. So. Haben wir auch einiges zur Auswahl, okay. Cool. Ist aber hoch, ne? Darf ich den dann hier nicht hin platzieren, aber da? Komisch. Aber egal, Buchregal kommt nicht dahin. Der hier passt wieder daran. Machen wir noch einen. Mensch, dass wir den da nicht dran stellen dürfen. Den dürfen wir da dran stellen. Geschirrspüler. Jedes Mal will ich da rechts unten kaufen, ne? Das ist so ein bisschen mein Problem. Wenn wir da halt noch so ein kleines. Wir hier ganz an die Wand. So, so. Also, darauf achten wir nicht. Kleine Details, ne? Das macht nichts. So, wenn man das nicht mehr aufkriegt, kriegt man das nicht mehr auf. Das ist egal. Enge Schränke haben wir noch. Kühlschrank. Auch ein Backofen. Zack. Easy. Ach, wahrscheinlich wegen dem Lichtschalter. Das ergibt Sinn, ja. Haben wir überhaupt noch Licht? Die auch haben. Geht aber nicht. Naja. Kühlschrank brauchen wir noch. Dürfen wir dann natürlich logischerweise auch nicht dahin stellen. Und doch nochmal umändern. Zack. Zack. Mal gucken, wir müssen mal erst den Kühlschrank kaufen. Der Kühlschrank darf da auch nicht rein in die Ecke. Tut sich recht schwierig erweisen, muss ich sagen. Aber wir schieben den einfach weg. Dann passt das nämlich. Den können wir aufmachen. So. Kochfeld packen wir da oben drauf. Das passt soweit. Alles cool. Mikrowelle braucht man natürlich auch. Da hinten hinstellen, also Abtropf, ich stelle natürlich hier neben die Spüle. Mixer darf auch nicht fehlen. Und der klassische Toaster. Wir haben zwar nicht einen Stromanschluss hier irgendwo, aber das ist egal. So, die Sache ist jetzt nur,
Lampe, die stellen wir hier. Die passt doch hier perfekt. Habe ich gut hingestellt. Bin auch so ein kleiner Profi. Fingerschränke, wie viele? Das passt soweit. Ballern wir da rein. Das passt hier nicht mehr. Mal gucken. Passt der jetzt? Das wäre Pock, wenn der jetzt passt. Hier ab. Ah! Aber das ist so gut, wenn was funktioniert, ne? Muss man schon sagen. Mal zwei Hängeschränke davon. Hier natürlich das Problem, dass der nicht mehr passt. Der passt aber auch nicht, weil der Hängeschrank ist deutlich größer als der kleine, ne? Macht nichts, dann passt das so hin. Brauchen noch mal einen Teppich. Geil, schauen wir hier nebendran. Wir tun den mal kurz nur hier so einranken. Hier, das sieht kacke aus. Und wir so ran vielleicht. Das kommt schon ein bisschen besser. Auch nicht gut, aber ein bisschen. Das ist der Hängeschrank, der hier hängt. Da sind die wichtigen Utensilien drin oder so. Es wäre natürlich geil, wenn wir den säumen können. Den Fernsehtisch, aber das kriegen wir nicht hin. Den Fernseher. Kriegen wir das hin? Mal gucken. Den noch ein bisschen hin. Der Fernseher wird automatisch mitgenommen. Das ist cool. Kriegen wir doch hin. Da war Markt. Zack, den in der Mitte. Und schon haben wir eine schöne Wand, ne? Easy. Der Raum also auch fertig. Dann gucken wir mal hier noch rein. Vielleicht kriegen wir das Zimmer hier nämlich noch schnell hin. Wäre natürlich passend. Wir haben hier ein kleines Easter Egg. Guck an. Mal einen kleinen Gast hier. Haben wir auch alles verkauft, was wir kaufen sollen. Sollen wir auch gar nichts machen sonst. Haben wir Easter Egg frei natürlich. Wir können die Sicherung alle ein- und ausschalten. Sehr witzig. Gut, dann haben wir das fertig. Hier rein. Nur einiges, was wir wegverkaufen dürfen. Alles verkauft. Jo. Wir sollen auch streichen. Fenster sollen wir putzen. Das kriegen wir hin. Wunderbar. So, was sollen wir denn holen? Die blaue Farbe leuchten. Sollen wir das jetzt hin? Also alle Felder, so wie es aussieht. Okay, oder nur die da oben? Ach nee, die hier. Ja.
Dann wollen wir mal. Ist dunkler als die Farbe tatsächlich. Das sieht ganz schnieke aus eigentlich. War es schon. Geht auf jeden Fall schön einfach und schnell, ne? Das finde ich ziemlich cool gemacht. Bisschen schade, dass man die jetzt allerdings nicht mehr einbaut. Also das mochte ich eigentlich immer ganz gerne, dass man die einbaut. Muss ich sagen. Jetzt hängt man sie halt einfach nur noch ran. Ist ein bisschen schade, meines Erachtens. Aber gut. So, hier oben geht es ja noch weiter, ne? Die können ein bisschen restauriert werden, aber das macht nichts. Soll so. Das muss wahrscheinlich verkauft werden hier. Jawohl. Flecken noch irgendwo. Ja. Okay, und hier oben haben wir noch ein bisschen was vor uns. Mal kurz die Grundreinigung. Okay, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber dann machen wir hier erstmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns bei der oberen Etage und denke ich mal zum Schluss wieder bis. Dahin würde es mich freuen, dass ihr gerne auch in den anderen Social Media Kanälen reinschauen könnt, vor allem auf Twitch. Die Links dazu sind unten in der Beschreibung und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!